Na, dann reden wir noch wahrscheinlich mit dem, ja, mit dem Flottenkapitän. Ei, du hast es geschafft, Jäger. Du hast es wirklich geschafft. Dank dir ist die Rotspeer wieder flott. Ach, die Rotspeer, ne, von mir aus. Wir sind im Reparaturplan weit voraus. Ein Hoch auf die Jagdflotte. Ein Hoch auf die Jagdflotte, auf die Helden der von Moga. Einstweil werden wir mit meinem Schiff und der Rotspeer hinausfahren. Aber zwei Schiffe sind noch keine Flotte. Wenn ich dran denke, dass wir die Schwarzspeere allein zurücklassen müssen. Es ist so traurig. Also ich weiß, dass die Jagdflotte seit Jahren mit den Jägern konkurrieren, aber wirst du der Schwarzspeer helfen? Übrigens, ab jetzt kannst du Anfragen an mein Schiff und die Rotspeer stellen. Sprich mit der Fischhändlerin. Habe ich doch schon gemacht. Da wart ihr aber gar nicht da. So, ganz viele Fische. Und hier noch mehr Fische. Und irgendeine Muschel. Schön. Und leider nicht viel zu berichten. Das heißt, Moa-Küste mit Fischfinder. Ja, wunderbar. Die See ist ruhig, die Reise könnte problemlos verlaufen. Dunkle Gewässer. Okay. Ah, die Reise könnte problemlos verlaufen. Heißt, dass sie kürzer unterwegs sind. Sehr schön. Gut, gut. Okay. Ich weiß leider gerade gar nicht, was der Barrel für eine Schwäche hat. Das hätte ich eigentlich nachgucken können. Weil wenn er eine Wasserschwäche gehabt hätte, vielleicht kann ich mir nämlich ein Wasserlangschwert machen. Dann wäre das sehr gut gewesen. Langschwert. Hier, die Flutschaft. Braucht er Monsterknochen L ein, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man den herbekommt. Aber das hätte Wasser gemacht und es hätte wahrscheinlich sogar halt so. Eisengospel, ja, brauche ich ja das. Ich glaube, konnte ich hier nicht auch eine Flutschaft machen? Cerberus-Katana, die hört sich ja auch cool an. Oh, dafür brauchen wir bloß Barrel-Panzer, sehr schön. Azuros-Naginata. Ach, die konnten wir hier in die beiden machen. Genau, in die Flutschaft und die Azuros-Naginata plus. Was Isisium braucht. Und es braucht eine Klaue. Wir haben keine Klaue? Wir haben jetzt zwei von den Vieren erlegt, davon eins gefangen und wir haben keine einzige Klaue? Muss man die kaputt machen? Das kann sogar sein, aber ich komme nie durch, verdammt. So, wieso habe ich eigentlich immer noch den Artillerie und nicht die Drachenabwehr? Naja, ist schon eigentlich egal, aber trotzdem. Ich müsste mir eigentlich nochmal eine Azuras-Naginata machen, weil die Flutschaft will ich eigentlich gerne haben. Für wasseranfällige Gegner. Bei der Azuras-Naginata müssen wir ja noch schauen. Das Problem ist jetzt halt, wir haben eine schwache Grüne. Die wäre mir ja schon lieb gewesen, aber ich komme jetzt an kein Pelagazid ran. Außer, ich würde die Reihenfolge jetzt umkippen und würde die Angriffsführung nicht machen, sondern den tödlichen Fang und die Schädlingsbekämpfung. Was ich jetzt auch tun werde, haha. Denn ich will mich wirklich nicht mit dem Barriff anlegen, ohne ein gescheites Schwert. Wenn schon keine gescheite Rüstung, dann bitte ein gescheites Schwert. Wobei ich Knochen. Was können Knochen? Schlaf, Knockout, Maestro, Wahrnehmung. Ist jetzt nicht so toll. Hier, Azuras war. Na, gucken wir mal bei der Brust. Froggy. Gift, Status, Schärfe hat's auch, okay. Und Teamspiel. Gucke ich mir mal an. Obwohl Teamspiel jetzt wahrscheinlich nicht. Laune sammeln, Artillerie, Teamspiel. Fertigkeit, die Fähigkeiten der Schakalaka beeinflusst, die dich auf Quests begleiten. Okay, das ist gar nicht schlecht. Statusfähigkeiten, die Stärke anormale Angriffe beeinflusst. Lärm und Gift und Schlaf. Okay. Gift und Betäuben, ja, das. Da habe ich mir schon fast gedacht. Corbeco, Windabwehr sehr gut. Maestro, naja. Großer, das hatten wir schon. Glutorff. Hitzeabwehr, der hat Hitzeabwehr? Das ist super. Das ist super. Zwar jetzt nicht, Ausdauer ist auch super. Wasserange. Was ist Wasserange? Wasserange. Fähigkeit, die Kraft von Wasserangriffen und Wasserschüssen Wasser-S beeinflusst. Okay, das gibt's auch. Wusste ich nicht. Okay. Okay. Die wäre gar nicht so schlecht. Ja, aber kann ich mir eh gerade noch nicht machen. Die ging eigentlich wegen der Hitzeabwehr. Banabra, nee.
Aber ich hänge ja irgendwie immer noch ein bisschen an der Legierungs. Experte Schärfe und Windabwehr, das ist super. Das ist wirklich genial. Rüstung verbessern, das könnte ich eigentlich machen, aber... kostet zu viele Ressourcen, bringt zu wenig. Ich könnte aber mit meinem Geld vielleicht die Legierungsrüstung kaufen. Kaufen? Waffen? Nee, Rüstung. Nee, bloß die Jäger. Und die hat... Habe ich die Jäger? Ach nee, hier unten. Vision, stimmt, die bringt Vision. Weil sie, glaube ich, schlimmer. Ui. Gesundheit, Kombirate. Nein, bloß nicht. Na gut, die hat nicht so gute Sachen. War ich schon bei der Farm? Ich glaube schon. War ich da schon? Ja, war ich schon. Okay. Gut, ja genau. Ich wollte noch ein bisschen Pelagazid-Erz sammeln. Dafür lege ich das Zeug ab, das ich nicht brauche. Und nehme eventuell das andere Zeug mit. Obwohl das jetzt eigentlich nicht wirklich viel ist. Zum Beispiel kann ich das da und das da weg. Die Megatränke und die Tränke brauche ich nicht. Kommen die Bücher eigentlich auch nicht. Eisen und Mega, ja. Wettsteine, nein. Honig, nein. Nullbeere und Eisenerz, nicht. Nee, nee. So. Das sollte eigentlich passen. Obwohl 5 Eisenspitzhacken jetzt nicht so viel sind. Also wenn man Pech hat. So, du gibst mir... Trainer, Bulldozer, Schläge, Feuer. Feuer, Bombardierer, Superzerleger. Nee, der hat... Oh Gott, nein. Was habe ich denn hier? Ach, was mache ich denn? Ach, das ist so, ich habe noch den Kürbis. Erheber, Walze, Feuer, Kombinierer, Gleiter, Kletterer. Nicht so das. Was haben wir denn hier beim Fisch? Nee, alles nicht so. Ich lasse es mal. Beziehungsweise ich mache das ganz normale. Gibt dann zwar keinen Ausdauer hoch, aber wenigstens Gesundheit und Angriff. Was schon gar nicht schlecht ist. So, und jetzt werfen das Ganze über den Haufen und machen die Schädlingsbekämpfung. Oh Gott, das wird ewig dauern. Ich nehme eine andere Waffe. Und Gift. Habe ich Giftbomben oder irgendwie was? Der Richtung. Gift, 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 Gift. Ich habe einen Giftpilz. Geht das mit dem Bombengehäuse? Weiß ich gar nicht, wie man eine Giftbombe herstellt. Was gibt es? Ein Teleporter. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber hey. Giftbeutel. Giftrauchbombe. Genau das wollte ich eigentlich. Ich habe bloß zu wenig Giftbeutel und zu wenig Bombengehäuse. Gegen das eine könnte ich was tun, gegen das andere nicht so. Okay, aber ich wollte eine andere Waffe nehmen. Weil mit dem Langschwert ist das sehr nervend. Passende Schlitzer, die sind eigentlich, beziehungsweise... nee, das geht eigentlich. Boah, weiß ich jetzt nicht. Oder die Morph-Axt. Der Hammer. Nee, der ist zu langsam. Das Jägermess. Ich nehme mal die da. Eigentlich ganz nett. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen mit anderen Waffen arbeiten, aber ja, das Langschwert passt irgendwie. Oder mit dem kenne ich mich halt am besten aus, sagen wir es so. So. Spitzhacke haben wir und ich hoffe, dass wir 2 Pelagazid-Erz finden. Komm, das wird doch nicht so schwer sein. Vielleicht dann noch ein bisschen mehr, dann könnten wir uns sogar Teile der Rüstung machen. Weil schneller sammeln brauchen wir jetzt bei dem Barrier nicht unbedingt. Das heißt, dann könnte ich wenigstens ein bisschen Verteidigung machen, weil ich habe wirklich ein bisschen Schiss vor dem Barrier. Weil der wird böse. Schädlinge werden eher in 10, 9, 7... Ja, in 2 oder sowas, aber ich glaube in 10 sind sie da relativ groß. Ja, und ich glaube die Route nehmen wir auch. So in 8 vorbei. Da können wir dann da ein bisschen farmen. Wird jetzt zwar ein bisschen farmlastig, aber ich will es jetzt auch nicht so übertreiben. Wir werden durch den Kanal schwimmen, auch wenn da keine Schädlinge zu finden sein.
finden sein werden, glaube ich. Na egal. Aber trotzdem, weil einfach das Pelagazid jetzt ein bisschen wichtig ist. Tut mir leid, aber naja. Rüstkugel. Ein paar Rüstkugeln, die sind auch gar nicht schlecht. Erdkristalle. Wobei ich ja immer nicht weiß, was ich von der Rüstung machen werde. Weil ich weiß auch nicht, ob die Legierungsrüstung dann reicht. Habe ich ja immer so ein bisschen Angst. Da ist schon einer. Na, geh mal runter. Das mit der Kamera ist manchmal ein bisschen blöd. Beziehungsweise mit dem Controller. Da, dich da, Banabras. Brauchen wir. So, das ist eigentlich... Ja, das geht eigentlich. Na toll, jetzt habe ich ihn verfehlt. Nee, wie ging das nochmal so, genau. Und jetzt... Ja, wunderbar. Und sogar ohne Gift drauf. Habe ich ihn erledigt. So. Monsterfluid, die sind immer relativ wichtig. Ich weiß nicht mehr, für was man sie braucht. Aber irgendwas könnte man mit denen, glaube ich, kombinieren. Wie gesagt, weiß ich jetzt aber nicht mehr. So, sehr schön. Und die sterben alle. Da habe ich Banabra-Stachel, okay. Habe ich da irgendwie so eine besondere Fähigkeit? Oder wieso hinterlassen die mir alle was? Ach, ich bin so doof, jetzt bin ich im Flutwald, habe aber kein Käfernetz mitgenommen. Das ist zwar nicht so wichtig wie eine Spitzhacke, aber wäre trotzdem sehr interessant gewesen, ob es hier tatsächlich Leuchtkäfer gibt. So, na, ich wollte gerade sagen, erwische ich jetzt überhaupt gar nichts. So, ihr beide. Natürlich, jetzt fliegt der weg. Aber hier sind verdammt viele. Na, komm mal her. Putt. Okay, so einer ist, glaube ich, gerade draufgegangen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo. Könnt ihr bitte mal alle kommen? Hängen da so blöd in den Bäumen rum. Na, putt. Na komm, du fliegst auch noch rein. Du auch noch, komm. Ach, verdammt. Okay, da komme ich nicht ran, da komme ich aber ran. Na, draufgehen tun sie trotzdem und die Materialien von den Viechern sind jetzt auch nicht so wichtig. Das Monsterfluid ist halt relativ wichtig, aber sonst ist mir das eigentlich auch schon fast egal. So, ich sollte die Viecher aber jetzt nicht alle töten, weil sonst kann ich nicht mehr durch den Kanal schwimmen. Was ich eigentlich will, weil ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ich von den Lutrophen auch nicht alles bekomme. Aber wie steht es da? Na, noch drei Stück, okay. Was? Achso, ich habe gepinkt. Okay, ich dachte gerade schon, was macht denn jetzt Sascha? Waren hier nicht immer... Ja, aber Pelagazid ist ja auch unter Wasser. Aber trotzdem. Eisenerz und so ist auch immer gut. Oder Rüstkugeln halt. Machalit ist auch immer sehr gut. Kann man auch immer gebrauchen. So, sehr schön. Und jetzt gehen wir in 7. Springen runter in 6. 5, 4. Und holen uns die restlichen 3. In 7 wird es wahrscheinlich auch welche geben, aber die lasse ich dann mal in Ruhe. Beziehungsweise vielleicht alle außer 1. Obwohl das natürlich gefährlich sein könnte. Falls ich aus Versehen eins erwische. Sollten welche sein, oder? Nö. Doch, da sind welche. 1 zumindest. Dann komm du mal her. Da oben erwische ich dich gerade ganz schlecht. Ich hätte vielleicht eine Armbrust mitnehmen sollen. Na komm. Oh, verdammtes Vieh. So. Und weg mit dir. Wunderbar. Okay. Und runter den Wasserfall. Ah, da ist noch eins. Das hole ich mir. Das hole ich mir. So. Und... Ging's ja nicht runter? Ich hoffe, man kann ja noch runter. Das war nämlich immer ziemlich cool. Ja, kann man. Freiflug. Platsch. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Vor allem, dass man hier dann da unten landet. Weniger cool finde ich eigentlich, dass man hier in diesem Dreckwasser landet. Aber naja. Man kann nicht alles hier haben als Jäger. Eisenerz ist nicht das, was ich suche. Wettstein ist auch nicht das, was ich suche. Oh.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Pelagazid wesentlich seltener geworden ist. Was ich nicht so toll finde, weil das braucht man halt relativ häufig, wie man sieht. Pelagazid, wunderbar. Noch eins. Retzlamunder, das ist auch sehr schön. Vielleicht mal Nützliches zur Abwechslung. Nochmal eins, okay. Dann haben wir die doppelte Chance auf nützliche Rätselamulette. Okay, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können den 5 noch gucken, aber... Oh Mann. Das macht mich echt fertig, das Pelagazid. Wie gesagt, ich hab's wesentlich häufiger in Erinnerung. Das heißt, die haben da definitiv was rumgeschraubt. Und man bewegt sich so langsam unter Wasser, das ist furchtbar. So. Wo sind hier die Vorkommen? Ich hoffe, hier sind überhaupt Vorkommen. Aber eigentlich schon. Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen Pflanzen. Was das auf sich hat, werden wir später noch erfahren. So, komm, da muss ein Pelagazid drin sein. Dann bin ich schon mal glücklich. Ein Eisenerz. Ein Eisenerz. Ah, Pelagazid, wunderbar. Sehr, sehr schön. Damit haben wir jetzt wenigstens mal die Eisengospel. Die so viel Schärfe macht wie das Yagi-Schwert, aber ja dann noch wesentlich mehr grüne Schärfe hat. Und das ist wichtig. Grüne Schärfe ist wichtig. Also Schärfe geht eigentlich schon über Angriffskraft, würde ich sagen. Also im geringen Maß natürlich. Also eins mit, ich glaube, lila Schärfe ist das höchste. Eins mit lila Schärfe, das einen Schaden macht, das bringt natürlich auch nichts, aber trotzdem. Würde ich jetzt, wenn ich jetzt das Yagi-Schwert oder das Schwert habe, würde ich immer das Schwert nehmen. Außer natürlich wüsste, dass das Vieh keine Rüstung hat. Dann sind natürlich Schwerter mit mehr Angriffskraft besser, aber das hängt natürlich immer davon ab, was man da jagt. Wenn es jetzt bloß Nutrophe sind, dann ganz klar. Wenn es jetzt ein Barrow ist, dann ja, wäre halt die Schärfe besser. Oder würde ich mich für die Schärfe entscheiden? Banabra-Panzer, Monsterfluid, Götterkäfer, okay. Oh, ein Killerkäfer. Wo habe ich denn den gesehen? Hat mir den etwa irgendwas gebraucht? Angriff plus 1 ist gar nicht schlecht. Normal S zufügt plus 4, das brauche ich eigentlich nicht. Aber das sind die Boxen. Ja, weil das ist ein Schützendings, das brauche ich nicht. Sehr schön. Angriff plus 1. Hat man allerdings nicht? Nee, die hat Experte. Schade. Aber trotzdem können wir das gebrauchen. Vor allem sind die Dinger halt gut, wenn man eine Rüstung hat, die jetzt zum Beispiel Angriff minus... Oh, der Akkusi-Captain ist wieder da. Wunderbar. Die jetzt zum Beispiel minus Angriff geben würde. Und man hätte jetzt minus 10 Angriff. Dann kriegt man ja Angriff runter. Und durch das Amulett können wir es ja auch rückgängig machen. Also es funktioniert auch in die Richtung. Reden wir mal mit dem Argosy-Captain. Hallo Jäger. Yoku Kita. Die jagen gut. Wir handeln gut. Ja? Du kommst gerade rechtzeitig. Brieftraube brachte gutes Nachricht. Noch ein Land will mit Moga-Waren handeln. Es ist Jägerreich. Von ihren Handelswaren wirst du für Jagd bestimmt Profit. Katu Jitsu. Problem. Andere Länder wollen mit dir handeln, also müssen wir Kaikaku machen. Kaikaku bedeuten Plan. Willst du über Auswahl von Zielen und die Dauer von Reisen erfahren? Nee, das weiß ich. Ach so, gut, du findest auch ohne meine Hilfe raus, wir handeln. Nicht schwer. Deva, Seewind rufen. So, jetzt können wir hier nämlich handeln, ja. Aber wir können hier auch die Station anfahren. Das Farmerreich, ein fruchtbares Land, die Heimat Otaka Farmer. Die wieder Argosy Getreide und Waren handeln. Die mit der Argosy Getreide und Waren handeln. Und das Jägerreich, ein Land der Jäger. Ein Werkzeuge. Ihre Werkzeuge und Waffen sind in dem Dorf Moga fast nur durch Handel zu bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Die Typen sind wichtig. Kraftpaddel, perfektes Paddel. Seegrad verkürzt Reisen in 2 Tage, ein gutes Geschäft. Ich glaube, ich geb dem dann mal. Aber die Reise ist halt lang, das ist das Problem. So wäre sie kurz. Wobei er auch eine Weile weg war. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber er war trotzdem eine Weile weg. Aber wenn, dann würde ich das Farmerreich umfahren. Aber eigentlich lasse ich ihn immer alles besuchen. Nee. Und dann nehme ich hier mal so ein perfektes Paddel mit. Dann ist er zwar immer noch lang, aber es sollte besser werden. So, handeln. Was hast du denn nochmal? Das sind meine Sachen.
Mega Spitzhacken jede Menge. Teleporter Insekten Pro, aha, fleißige Bienen. Hat er mehr? Schallbomben hat er. Fassbombe L Plus, die ist cool. Die kann ich mal auch selber machen. Falkohrum und Schockfallen hat er. Ja. Aber Mega Spitzhacken werde ich gerne mal 10 Stück haben. Oder 5 Stück. Machen wir mal 5 Stück. So, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Waren zum Handeln. Ich habe jede Menge krumme Reißzähne. Die reichen nicht, verdammt. Und so ein glänzender Seestern. Obwohl das jetzt zu viel ist. Okay. So, wunderbar. Jetzt haben wir zumindest mal 5 Dings wieder. 5 Mega-Spitzhacken. Ach, verdammt, ich wollte noch Raritätenhandel gucken, was er da vielleicht Neues hat, falls er überhaupt irgendwas Neues hat. Also er war ja jetzt nur nicht bei den anderen. Kombibuch plus 4 habe ich, glaube ich, schon. Captain Plus, das ist super. Verbessert eines deiner Jagdschiffe. Besuch Gewässer mit wertvollen Ausbeuten. Das ist sehr, sehr gut. Captain Plus hier. Wunderbar. Okay. Handel abschließen. Ja. Sehr, sehr schön. Steht es da jetzt dran? Ne, das steht dann bei der Fischhändlerin wahrscheinlich. Was hat er noch anzubieten? Halt, Quatsch. Rotspeer Plus, das wäre auch super. Kostet aber 2 und ich habe noch keine 2. Bindungspilz, weiß ich nicht, was der macht. Wacker Wacker Tanz, der war auch super. Schatzaufspürer. Lässt die Jagdflotte bessere Schätze finden, sonst weniger wirksam. Ach so, aber der kostet ziemlich viel dafür. Kombibuch 5 wäre auch super. Verbessert die Beute der Jagdflotte bei der Jagd, sonst weniger wirksam. Ja, das ist alles so. Ja. Kostet halt zu viel, würde ich sagen. Halt, das war falsch. So. Entsenden auf See bereit. Kleines Fass, Luftkraut, okay, von mir aus. So, leider nicht viel zu berichten. Okay, das heißt Morgaküste mit Fischfinder.